aber jetzt müssen wir es gerade so machen. Und trotzdem sagen wir, das Gemeindeleben bleibt nicht stehen. Wir sagen jetzt nicht, okay, jetzt ist Corona, jetzt verkriechen wir uns alle in die Ecke. Das sieht man auch bei euch. Ihr verkriecht euch auch nicht in die letzte Ecke. Sondern ihr sagt, wir gehen trotzdem nach Kenia, auch unter diesen Pandemiebedingungen und so weiter. Eine ganz kurze Frage zum Einstieg. Also wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Also weckt man da irgendwie morgens auf, Geistesblitz, irgendwie ein Engel vor der Tür, sagt der, jetzt bitte da eine Bewerbung hinschicken und so weiter. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, also die meisten von euch kennen ja meine Geschichte oder unsere Geschichte. Ich war ja auch in Tansania mal für fast 2 Jahre und dort habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der mit CFI draußen war, also mit unserer Entsendeorganisation, Christliche Fachkräfte International. Und da habe ich die Organisation kennengelernt und wir beide hatten auch von Anfang an diese gemeinsame Vision, zusammen ins Ausland zu gehen, und dann haben wir uns da gemeldet und CFI hat uns da super durchgeführt und jetzt sind wir kurz vor der Ausreise. Genau, jetzt muss man sagen, jetzt sieht man euch zwei vielleicht kennen auch nicht alle Franzi und Benni so gut, man denkt, okay, hier im Berufsleben gescheitert, es läuft alles schief, lass uns nach Afrika fahren, vielleicht läuft es da besser. Aber man muss ja sagen, Franzi ist eine ausgebildete Lehrkraft, also wer die Nachrichten schon mal geguckt hat, Lehrer werden gerade gesucht. Dann noch Rallye und Mathe, gerade Mathelehrer werden ja händeringend gesucht, das ist ein langes Studium hinter dir. Benni, du genauso, du hast deine Ausbildung zum Elektroniker gemacht, glaube ich, ne? Und dann Elektrotechniker noch gemacht, dann den Ausbilderschein noch gemacht. Also eigentlich, das sind ja wirklich zwei hochkarätige Fachkräfte, die wir eigentlich gehen lassen. Aber warum macht ihr trotzdem diesen Schritt? Ich meine, ihr könntet ja jetzt auch sagen, okay, wir leben in unserem Haus, wir zahlen weiter unseren Kredit ab, wir machen uns ein schönes Leben bei einem netten Jahresgehalt und trotzdem entscheidet ihr euch für was anderes. Ja, diese Frage stellen wir uns tatsächlich auch ziemlich oft. Und es gibt viele Dinge, die uns motivieren, diesen Schritt zu tun. Und ich denke, für mich persönlich eine der größten Motivationen ist, dass wir unseren Platz jetzt im Reich Gottes gefunden haben. Ich war schon ziemlich früh dabei, danach zu suchen, wo Gott mich gerne haben möchte und wo ich mich mit meinen Gaben einsetzen kann. Und ja, das motiviert mich wirklich sehr, wenn ich jetzt rückblickend auf unseren Weg gucke und da haben wir wirklich sehr viel Bestätigung bekommen. Genau, das motiviert mich wirklich sehr. Ja, ich hatte auch schon seit längerem so einen Wunsch in meinem Herzen, einfach Menschen zu dienen und Gottes Liebe wirklich zu leben. Und ich habe das auch schon als kleines Kind mitbekommen, wo wir Hilfseinsätze in Rumänien gemacht haben und wirklich auch mit armen Menschen zusammengearbeitet haben. Und das hat mich irgendwie total auch gepackt und hat mir auch gezeigt, wie sinnvoll so eine Arbeit sein kann. Und ich glaube, das motiviert uns jetzt auch. Ja, Jesus hat sich auch den Armen und den Schwachen angenommen. Das wollen wir auch tun. Und das motiviert uns auch jetzt, eine Arbeit zu machen mit den Ärmsten der Armen in den Slums von Nairobi. Jetzt muss man sich ja vorstellen, also es ist ja nicht so, dass ihr nach Kenia kommt und ihr wart noch nie im Ausland oder wie auch immer. Da habt ihr auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Vielleicht könnt ihr da uns doch nochmal kurz was erzählen. Ja, da habe ich quasi so eure Einstiegsdroge in die Mission sozusagen. Genau. Also nach meiner Ausbildung war ich für fast insgesamt 2 Jahre in Tansania und habe im Rahmen eines Freiwilligenprogramms da in einer Ausbildungswerkstatt mitgearbeitet und das war so der Anfang von allem. Ja, also das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Da konnte ich mich dann auch für lange Zeit sehen und vor allem auch solche Sachen wie Kultur. Ja, ich habe wirklich geliebt, in dieser Kultur zu leben. Vor allem auch das Essen dort zu essen und die Sprache zu sprechen, das hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet und so hat alles angefangen. Jetzt sind wir hier. Genau, ich war auch schon in Westafrika allerdings, in Kamerun, und ich habe dort ein halbes Jahr gelebt und in einer Schule gearbeitet. Und in der Zeit dort habe ich einfach das Land und die Menschen total lieben gelernt und ich glaube auch, dass von uns beiden die Auslandserfahrung auch nochmal so mehr uns motiviert hat, jetzt auch diesen Schritt zu wagen und Langzeit, also für mindestens 3 bis 6 Jahre nochmal nach Afrika, nach Kenia zu gehen. Genau, also wie kommt es, dass ihr zusammengeht? Also ich habe euch ja kennengelernt, da wart ihr schon verheiratet, da wusste schon jeder, okay, ihr wollt immer irgendwie gehen, ne? Ihr sitzt immer so ein bisschen auf Koffer und so. Aber wie kam es, dass ihr zusammengehen wollt? Ich meine, ihr wart ja damals noch getrennt, Kamerun und Kenia, da wart ihr noch nicht verheiratet. Wie kam es, dass ihr zusammengehen wolltet? Genau, tatsächlich kannten wir uns da noch gar nicht, als Benni in Tansania war und ich in Kamerun. Wir haben uns erst kennengelernt, als ich von Kamerun wieder zurückgekommen bin. Und irgendwie war Afrika schon so ein großes gemeinsames Thema von Anfang an. Und wir haben dann auch schnell gemerkt, okay, das ist von uns beiden so ein Herzenswunsch, nochmal so einen Einsatz zu machen. Ja.
Und ich denke, was uns auch bisher geführt hat, ist, dass wir diese gemeinsame Vision von Anfang an hatten. Und vor allem, wenn es mal Schwierigkeiten gab oder so, dann haben wir uns gegenseitig motiviert und ja, das hat uns durchgetragen. Okay. Und dann habt ihr gesagt, okay, wir wollen raus. Google, wer hat die besten Konditionen? Oder wie seid ihr auf CFI gekommen? Ja, ich hatte ja schon mal kurz erwähnt, ich habe mit jemandem zusammengearbeitet, der draußen war mit CFI und ja, der hat mir viel über die Organisation erzählt und ich fand das ganz spannend und als wir dann hier zusammen schon verheiratet waren, haben wir uns umgeschaut, ja, wie können wir jetzt unsere gemeinsame Vision wirklich werden lassen und dann haben wir Kontakt aufgenommen zu CFI und die haben uns da auch wirklich super durchgeführt. Oh, super. Und dann quasi, wenn man sich für so einen Prozess entscheidet bei der CFI, dann wartet man zu Hause, bis die Flugtickets ankommen und reist dann einfach in kalter Start, Kaltakquise sozusagen. Wie funktioniert das? Ja, tatsächlich ist es doch ein bisschen länger, als man das so denkt. Vieles kommt dann noch dazu, was wir auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatten. Wir haben extra nochmal nachgeguckt. Also wir haben uns wirklich vor 2 Jahren schon bei CFI beworben. Und das war ein langer Weg bis jetzt. Wir sind aber irgendwie so Step by Step weiter vorangegangen und ja, jetzt ist es soweit. Ja, sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, ich meine, 2 Jahre ist ja auch eine lange Zeit. In 2 Jahren passiert echt so viel. Ich meine, vor 2 Jahren waren wir noch alle ohne Maske und so weiter. Ne? Heute kennt man sich ja gar nicht mehr anders. Aber in 2 Jahren passiert wirklich viel. Aber kommen da nicht manchmal so Zweifel auf, dass man sagt, boah, vielleicht ist es doch nicht der richtige Schritt oder ist es doch eine falsche Entscheidung irgendwie? Ja, ich denke, vor allem, weil es so ein langer Weg war, das ist ganz normal, dass da mal so Schwierigkeiten oder auch Zweifel auf einen zukommen. Tatsächlich wollten wir sogar von Anfang an in dem Projekt mitarbeiten, wo ich als Freiwilliger war. Und das wurde leider nichts oder das wurde nichts. Und ja, am Anfang waren wir dann auch wirklich enttäuscht und haben überlegt, wie geht es jetzt weiter? Aber ja, vor allem CFI hat uns da wirklich durchgeführt und die haben uns auch mal ermutigt, so offen für was Neues zu sein. Ja. Und rückblickend sind wir auf jeden Fall, ja, wir denken, Kenia passt noch besser zu uns. Das ist ein super Projekt. Ja, ja. Und ich denke, ja, in Bezug auf Zweifel und solche Gedanken ist es auch ganz normal. Jetzt vor der Ausreise, wir denken natürlich auch manchmal, wir lassen unser gewohntes Umfeld hinter uns, unsere Familie, Freunde, Haus, Jobs und ja, manchmal ist das ein komisches Gefühl, aber wir wissen, dass Gott treu ist und er hat uns immer durchgeführt und wir sind uns ganz sicher, dass sogar noch was Besseres auf uns wartet. Oh, ja, sehr gut. Ja, dann, ihr seid ja nicht unsere Mitarbeiter, ne? Ihr bleibt doch unsere Mitarbeiter, also wir senden ja Franzi und Benni nicht aus und sagen, okay, jetzt sind die erstmal weg von unserer Liste, abgehakt so ungefähr, sondern ihr bleibt ja unsere Mitarbeiter, nur eben, dass ihr jetzt in Kenia unterwegs seid, in Nairobi, und da einige gute Projekte macht, wovon wir noch einiges hören werden. Wie kann man mit euch kommunizieren? Ist es möglich? Weil ich meine, die anderen sehe ich immer so jeden Sonntag und so, euch dann eher nicht so. Ja, wir wollen auf jeden Fall im Kontakt zu euch bleiben und wir finden das und wir schätzen das auch total, dass wir eine Gemeinde haben, die hinter uns steht und die uns auch finanziell unterstützt. Und ihr findet auf euren Plätzen so Gebetskärtchen, die kann man so einmal falten und sich auch gerne irgendwo hinstellen. Oder auch in die Bibel als Lesezeichen reinlegen. Und immer, wenn ihr das seht, könnt ihr an uns denken, für uns beten. Und ihr findet da auch alle wichtigen Kontakte und wichtige Infos. Und wir freuen uns auch von euch, immer mal wieder Nachrichten zu hören. Und wir werden aber auch regelmäßig von unserer Arbeit berichten. Wir werden auch Rundbriefe schreiben. Und ihr werdet auch hier in der Gemeinde öfters mal vielleicht ein Video von uns sehen oder ein News-Update bekommen. Und das finden wir richtig wichtig. Also wir wollen nicht in Kenia sein, sondern wir wollen auch hier mit euch in Kontakt bleiben. Also auch die Leute, die hier heute sitzen, die dürfen euch ruhig anschreiben, keine auf jeden falsche Fall. Scheu. Ne? Also ja, auch initiativ sehr gerne. Werden. Okay, super. Und ihr beantwortet das dann auch bestimmt. Und wann geht's für euch los? Wann geht's wirklich ernsthaft los? Ja, also das Datum vom Flug ist noch nicht fest, aber wir sind im April noch hier in Bad Hersfeld. Also ihr könnt auch noch die nächsten 2 Sonntage nutzen, um euch von uns zu verabschieden. Aber im Mai sind wir dann nicht mehr in Bad Hersfeld, da sind wir unterwegs, wir besuchen nochmal Verwandte, verabschieden uns und wir hoffen, dass wir dann im Juni in Kenia sind. Ja, nee, ansonsten ist alles wichtig gesagt. Wolltet ihr noch was sagen? Habe ich was vergessen, was ihr noch unbedingt loswerden wollt? Ja, ich wollte nochmal ganz kurz was über Kenia erzählen. Und zwar arbeitet CFI immer mit Partnerorganisationen. Und wir werden dann auch bei der Partnerorganisation in Kenia mitarbeiten. Das ist eine kenianische Organisation, die den Fokus darauf hat, wirklich mit den Ärmsten der Armen zu arbeiten, in den Slum-Regionen von Nairobi.
Und die haben die Vision, ein Ausbildungszentrum aufzubauen. Und genau, da werden wir mitarbeiten. Das wird so unsere Hauptaufgabe sein. Ja, sehr schön. Und man kann euch auch besuchen, habe ich gehört. Also jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber irgendwann später dann auf jeden Fall. Bei euch ist immer Open House irgendwie. Also jetzt aber ja. Besuche, ne, darf man machen. Ja, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir einige Gästezimmer haben. Also herzlich willkommen. Okay, super. Alles klar. Ne? Also ganz klar die Botschaft, ihr dürft auch gerne da vorbeikommen. Und eine letzte Frage. Was muss unbedingt in euren Koffer rein? Was muss da rein? Wir gehen davon aus, dass wir jeder drei Koffer haben, also sechs Koffer. Das hört sich erstmal viel an, ist aber gar nicht so viel. Mit dem gesamten Hausstand können wir jetzt nicht umziehen. Aber ja, was auf jeden Fall nicht fehlen darf für mich, ist etwas, was man sonst nirgendwo auf der Welt bekommt. Und das ist eine gute Stracke. Und, sehr gut. Und ja, die hält dann hoffentlich, bis der nächste von euch zu Besuch kommt. Okay, Franzi, bei dir, was willst du sagen? Ja, ich glaube, ein paar Hygieneartikel sind bei uns Frauen immer ganz wichtig. Ja, genau. Okay, super. Vielen Dank, dass ihr nochmal kurz was über euch erzählt habt. Wie gesagt, ihr könnt die auch mit Fragen löchern später oder wie auch immer. Wirklich, habt regen Kontakt zu Franzi und Benny. Die sind nicht weg, sondern die sind einfach nur woanders. Und wie gesagt, der Kontakt darf nicht abreißen. Und es ist uns wirklich eine Ehre, euch heute aussenden zu dürfen. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Trailer an und dann habe ich noch ein paar Fragen an Christian. Es ist auch wunderbar, dass der heute da ist und dann geht's weiter. Genau.